Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution. Mein Name ist Eines, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wir wollen jetzt weitermachen. In den letzten Folgen ist ja unser Velociraptor ausgebrochen. Wir haben halt den Fehler gemacht, dass wir noch nicht genau wissen, wo was zugemacht werden muss, weil diese Art von Insel ist uns noch ganz neu. Ne? Und wir haben auch hier gestern sage ich, in der letzten Folge einen Ausbruch gehabt. Von der Seite her. Deswegen haben wir das alles hier auf Beton abgegradet und hoffen, dass das alles weiter so läuft. Ja, das ist so letzte Folge passiert und jetzt machen wir weiter. Bisschen Spinosaurus Genome raus fischen, Pool extrahieren, wie man das denn mag. Mehr Kampfsieg. Einer muss noch einen Kampf gewinnen. Ich weiß nicht, wer unser Spitzenreiter gerade im Park ist. Das können wir auch gleich machen. Wir schicken mal das Expeditionsteam erstmal los. Also geldtechnisch läuft das wirklich sehr gut, obwohl wir zwischendurch Dinosaurier haben, die kämpfen. Und dadurch wir Dinosaurier verlieren, ne? Also scheint wohl doch nicht so viel auszumachen. Da fehlen uns sehr viele, das machen wir. Und da machen wir auch nochmal. Sehr gut, die Hubschrauber sind unterwegs. Die Heilung der Krankheiten läuft, hoffe ich mal. Wie sieht es mit der Ranger-Station aus? So, der geht jetzt den da hinten heilen. Wer ist denn noch krank? Ah, die beiden. Wurden die denn schon behandelt oder werden sie? Dann bitte den einmal behandeln. Dann das andere Ranger-Team. Soll er mal das auffüllen hier. Sehr schön. Dann haben wir das schon mal. Und Spinosaurus haben wir jetzt auch. Welches Dino stirbt denn hier gerade? Was steht gerade? Zwar. Bestimmt einer von denen hier hinten dann. Das ist das Gebiet des Spinos. Okay. Der ist ganz alleine hier übrigens. Okay. Der braucht vielleicht auch mal was zu essen da hinten. Steht irgendwie nicht da. Ah. Ist er jetzt gestorben oder hat er sich geheilt? Ich glaube, das war dann der Brachiosaurus, der nichts ist zu essen eine neue hatte. Sicherheitsmission. Interessiert? Drei Torosaurus-Eier aus. Torosaurus, drei Stück. Ja. Das ist doch easy machbar. Das machen wir auch, denke das ist hier. Lebensfähigkeitsgrenze schon weit unten. Das liegt einfach nur daran, dass wir vorher so nur Upgrades hatten im Entwicklungslabor. Und dadurch habe ich das so weit hochgetrieben, weil wir eine hohe Dings hatten. Ausbrütungsrate. Machen wir so. Brüten einmal einen aus. Wo ist Naturosaurus? Da nochmal. Einen mit Muster. Das gehen wir einfach mal. Dinosaurierbedrohung. Oh oh. Gucken wir mal. Jetzt mal schnell die Torosaurus fertig machen. Das ist Wahnsinn, dass wir gleich drei, so drei, vier Stürme machen. Oh, da. Unser, ne? Ranger-Team. Ich kaufe noch ein Ranger-Team. Wisst ihr was? Das ist sowas von. Kann man noch einkaufen? Ja. Ranger-Team 4. Aufgabe hinzufügen. Das muss geheilt werden. Das muss behandelt werden. Okay. Ja, die Stegos und so, die sind alle ein bisschen aggressiver, die größeren Dinos. Sehr schön. Willkommen zurück. Die Expedition scheint ein Erfolg gewesen zu sein. Noch eine Aufgabe hier. Nehmen wir nochmal Sicherheit. Dieser neue Auftrag könnte sich für die Sicherheitsabteilung als wertvoll erweisen. Das ist doch machbar. Also meiner Meinung nach ist das echt leicht machbar. Toiletten. Allein ein paar Toiletten können schon die Bewertung hoch machen. Und dann ein Hotel müssen wir reinkriegen. Fällt mir gerade ein. Hotel müssen wir auf jeden Fall auch noch reinkriegen, Leute. War denn die, ach, die war unten die Toilette, ne? Ja. Und die Toilette ist auch nicht so groß, sind nicht viel Platz. Wir können hier gleich so. So, und dann müssen wir mal gucken in dem Hotel, ob wir irgendwo so ein Hotel reinkriegen, ob wir die Kapazitäten erhöhen hier. Irgendwie hier so, ne? Hätte ich schon Bock da. Machen wir mal das alles weg. Oh, wir müssen bedenken, dass wir hier kein Dings haben, ne? Wasser weg. Ein paar Bäumchen weg, damit wir was sehen können. Und Gäste, Hotel.
Mal, hier ist irgendwo noch Wasser. Da. Das Wasser nervt noch. Ich hebe das auch nochmal weg. So, dann kommt das Hotel. Und dann haben wir auf jeden Fall Gäste. Mehr Gäste. Auch Kosten und Wasser. Da. Können wir das so bauen? Ja. Bauen so, dann können wir noch einen Weg da rumbauen. So. Und dann ändere ich das mit dem Umspannwerk hier. Komm, das geht gar nicht so. Bauen ein großes Umspannwerk. Ja, dann ist alles abgedeckt. Und verbinden das. Das ist schon hier. Oh, man sieht auch manchmal echt von den Bäumchen hier nichts. So, dann ist das Hotel auch abgesaved. Und die haben einen schönen Balkon, die Gäste, wo sie in der Theorie rausgucken und hier ein paar Dinos sehen können. Und den Weg hier entferne ich jetzt erstmal. Brauchen wir ja noch nicht. Sieht auch nicht so gut aus, deshalb. Sehr schön. Dann haben wir auch Hotel hier. Brachiosaurus laufen hier rum. Das ist doch sehr gut. Oh, lass ein toter Dino. Was ist das denn für ein Zeichen? Ne? Unbenutzbar von Stegsachen. Ja, ersetzen bringt nichts. Muss ich die bisschen weiter erforschen, dass sie irgendwie besser gegen die überleben? Oder was muss ich da tun, Leute? Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, dass ich meine Ranger-Teams besser schütze. Vielleicht mit einem Hubschrauber hinterher fliegen. Ich weiß das nicht. Scheinbar so ist es aber so. Velociraptor wurde von einem T-Rex gefressen. Interessant. Dann machen wir noch zwei neue Velociraptoren rein. Ne? Es muss einfach mehrere geben. Machen noch einen Tosaurus in den Ball. Weil zwei reichen nicht. Es müssen immer mehr sein. Jo, Tosaurus Nummer 1. Herzlich willkommen. Sehr schön. Tosaurus Nummer 1 ist in unserem Park. Sehr schön. Nummer 2. Das überspringe ich jetzt aber gleich. Sonst, ne? Man muss nicht immer die gleichen Dinosaurier so oft hintereinander wieder sehen. Da ist er ja auch schon. Sehr schön. Der ist auch da. Ach, der ist gleich schon auf der Suche. Ups, ich wollte eigentlich einen Namen geben. Und zwar nennen wir den Mark. Nennen wir ihn. Können wir schon einen Namen? Ja, nehmen wir Jule. Jule oder Jule, wie man es auch nennen mag. Und dann brüten wir einen Velociraptor noch aus. Oder zwei. Ne? Kann ja nicht schaden. Wenn die vier sind anstatt drei. Man muss ja nicht am Limit spielen, ne? Dass sie eine Dreierherde sind und wenn einer stirbt, ist gleich Feierabend. Nee, dann machen wir gleich vier. Oh. Mann, ich muss mit dem Ranger-Team auf jeden Fall schneller hinkriegen. Wo ist denn der Soundeffekt? Da. Wie ist der? Och, du Scheiße! Schutzraum öffnen. Und dann ACU-Zentrum. Bestätige Aufgabe. Oh, das wird viel Geld kosten, meine Freunde. Das wird... Oh, das wird so viel Geld kosten. Oh. Mann. Das wird auf jeden Fall sehr viel Geld kosten. Mann, Mann, Mann. Ich hoffe, der wird jetzt schnell betäubt. Ich weiß gar nicht, wie der von hier hinten gekommen ist. Ey. Normalerweise sind die ja nie hier. Muss ich ein paar Stegos machen? Ist der deswegen unglücklich? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Der will bestimmt ein paar Kollegen haben. Mann, was drücke ich denn immer Escape so? So. Transportteam. Einmal den Stego bitte. Wieder ganz weit weg. Ganz weit weg. Achso, Gäste sind noch da drin. Die, was ist das denn für eine Bedeutung? Achso, das Hotel hat bestimmt keinen Strom mehr. Ne? Weil das mittlere Kraftwerk reicht auch langsam nicht mehr. Wir bauen auch einfach. Wir bauen einfach ein Kraftwerk. Ne? Ist ja nicht zu bauen. Wir bauen einfach noch ein Kraftwerk. Können wir uns ja leisten. Ja. Das müssen wir uns leisten können. Bei so einem Einkommen wäre das ein bisschen
Ja, das ist ein bisschen peinlich, wenn wir das nicht machen könnten, aber... Ich weiß gar nicht, wo ich es bauen soll. Also ganz schön eng. Ja. Das muss ich ja schon... Oder ich... Ja, ich könnte es hier irgendwie von hinten dann irgendwie ganz hinten bauen. Aber dann brauche ich trotzdem einen Weg irgendwie. Leute, das ist ganz schön tricky. Ich könnte natürlich hier das alles vergrößern. Hier kriege ich leider kein Kraftwerk mehr rein. Ne? Hier wäre es halt echt optimal. Haben wir hier Wasser oder wie? Wir gucken, ob wir hier Wasser irgendwie haben. Die Bäumchen mache ich jetzt auch mal weg. Dann können wir wenigstens ein bisschen besser sehen, was hier Sache ist. Ne? So, dann brauchen wir einmal. Strom, ja. Ich hab gerade vergessen, was ich brauchen wollte. Tut mir leid. Ja, kann auch mal passieren. Ich muss mal kurz gucken. So geht das eigentlich. Mann. Sie haben den Auftrag und alle Ziele abgeschlossen. Das ist das bestmögliche Ergebnis. Ich muss ehrlich sagen, das ist sehr tricky. Ich könnte natürlich hier hingehen. Es erfordert großes Können, bei all den Aktivitäten auf Isla Sorna für Sicherheit zu sorgen. Doch Ihr Ruf eilt Ihnen voraus. Die Insel ist bei Ihnen bestimmt in guten Händen. Ja, so müssen wir das machen. Dinosaurierbedrohung. Mann, was ist denn hier los, Mensch? Also. Dinosaurierbedrohung. Warum? Schutzräume sind zum Glück voll. Sehr gut. Dann betreuen wir die auch mal. Kein Problem. Ranger-Station. Also ich muss sagen, die Stegosaurus sind wirklich sehr anstrengend zu halten. Ne? Mensch, 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 so leicht ist das ja nicht heute. Ist auf jeden Fall schon umfangreicher. Haben wir nicht noch einen Hubschrauber? Können wir nicht noch einen Hubschrauber haben? Nö, anscheinend nicht. Hat er den jetzt betäubt? Kommen jetzt alle raus, wenn wir die jetzt nicht... solange das hier nicht zu ist. Das nervt ein bisschen. Den haben wir, den bitte auch nochmal. Boah. Die sind wirklich sehr anstrengend, die Stegos. So, dann kommst du weg, mein Freund. Ich hoffe, du bleibst auch jetzt da, wo du bleiben sollst. So, SU-Zentrum. Dann betäube bitte den auch nochmal. Dings ist schon mal zuzauen. Vielleicht sollte ich mal öfter mal die Dinosaurier beobachten, was denen so fehlt. Aber Stegos ist halt problematisch. Die brauchen halt eine große Herde. Vielleicht ist es deshalb so. So, das läuft. Leute, das ist wirklich sehr viel los hier. Ich hätte nicht gedacht, gleich am Anfang des... dieses Insels, dass es so ist. Oh, wer braucht denn was zu essen? Ui. Oh. Ah, vielleicht drehen die auch deswegen durch. Ranger Station, natürlich direkt. Schicken wir den dahin. Wenn sonst noch was hier gefüllt werden muss. Das ist noch okay, glaube ich. Scheint alles noch okay zu sein. Die Fleischfresser werden ja wohl eine Ziege finden können. Ah, den kann er auch mal. Was hat der denn? Ach du Scheiße, der ist am Verhungern. Oh meine Güte. Das ist doch nicht so leicht alles, wie ich den habe. Machen wir noch eine Ziegenstation. Ja, hier links haben wir eh keinen. Vom Park aus gesehen. Machen wir hier noch so eine Ziegenstation. Beziehungsweise Lebensfutterstation. Ah, da ist auch der Steg. Hoffentlich greift er jetzt nicht ihn an. Und geht eher auf die Ziege. Hat er ihn jetzt gesehen? Hm.
Ich hoffe, das reicht, ne? Auf jeden Fall, Leute, wie ihr sehen könnt, ist in dieser Folge wieder sehr viel los. Sehr viel Chaos. So werde ich die Folge auch nennen, glaube ich. Das pure Chaos. Ne? Mutabuasaurus. Komm, wir nehmen den einfach mit. Haben wir noch gar nicht. Spino. Kann auch nochmal. Niedrige Gesundheit. Oh. Oh, der ist schon hier vorne. Ach du meine Güte. Komm, wir lassen jetzt alle erstmal frei hier. Ja? Damit hier richtig Party ist, Leute. Dann ist hier auch richtig Party. Oh Mann. Brauchen wir das jetzt nicht angucken. Ich will jetzt erstmal alle freilassen. Den auch nochmal freilassen. Oh Mann, das wird ja gleich wieder abgehen. Wir lassen, machen die Schutzräume wieder natürlich auf. Hab ich mir fast vergessen. So, immer noch kein Strom hier. Warum? Und, ach so, wir müssen noch die Dinosaurier wegtransportieren. Den bitte einmal auch hier hinten irgendwo. Produkt wird eingesammelt. Toter Dinosaurier, das war der Torosaurus. Wahrscheinlich der vom Rexy aufgefressen wurde. Aber nicht schlimm. Schläft und heilt. Ach so, der war schon fast am Verhungern wahrscheinlich. Wir sind hocherfreut, einen Torosaurus. Das haben wir. Was machen wir denn jetzt? Noch ein paar Diplosaurus. Zwei Stück. Warum nicht? Wir machen einfach ein paar mehr. Kann ja nicht schauen. Geld haben wir noch genug. Ich wollte den toten Dino eigentlich rausnehmen. Da, den hier mal raus, bitte. Und guck mal, wegen einer Aufgabe und dann der Forschung, ne? Schlechtes Wetter macht die Dinos verrückt. Und wir bekommen jede Menge davon. Nur mal Sicherheit wieder. Ich mag diesen Auftrag. Das sollten wir auch. Wollen wir das machen? Ja, komm. Den haben wir noch nie gehabt. Da können wir mal machen. Haben wir schon irgendwo den Chunkinkosaurus? Wenn ich das richtig gelesen habe. Chunkinkosaurus oder so. Den haben wir noch nicht mal. Chunkinkosaurus. Okay, den werden wir dann... Kamerasaurus sieht aus wie so ein Typ... wie so ein Brachiosaurus übrigens, sehe ich gerade. Den müssen wir auf jeden Fall freischalten als nächstes. Chunkinkosaurus. Und dann können wir was anderes mal ausbrüten. Noch so... Spino? Ne, haben wir schon. Gallimimus? Ja, Gallimimus. Einfach auf normale Basis. Dann haben wir noch... Ne? Mit über 76% ist das jetzt auch nicht die Welt, deswegen... Oh, leider nicht geklappt. Und gleich nochmal. Diplosaurus. Ist der auf so niedrig, oder? Ach, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Weil er ist auch auf höher noch eingestellt. So. Haben alles höher. 72 hört sich schon besser an. Ich will auf so Minimum 80%. Dann bin ich zufrieden. So, das läuft auch. Kraftwerk ist doch jetzt gebaut, ne? Ja, aber kein Weg. Deshalb haben wir keinen Strom immer noch. Sehr schön. Und jetzt haben wir auch Strom. Hotel läuft auch. Guck mal, Park überfüllt 100%. Und hier kommt auch Rauch raus irgendwie. Ist das kaputt? Ach du Scheiße, das sieht auch echt kaputt aus. Ranger Station. Wie ihr seht, sehr viel los. Das ist pure Chaos, meine Freunde. Das ist pure Chaos, ja. Dann mal das auch auffüllen. Oh, was passiert denn? Können wir nicht hier? Was heißt können wir? Wir können's. Wir bauen hier einfach mal ein Tor. Warum machen wir das eigentlich nicht? Dann geht das auch ein bisschen schneller, das hier. Ne? Hotel fertig. Sehr gut. Das bringt auch nochmal mehr Einnahmen. Und wie man sehen kann, so läuft das langsam auch mit diesem Park. Es ist auch alles ein bisschen lahm, wollte ich gerade sagen. Noch ein bisschen eng. Wollte ich aber sagen, eigentlich. Aber, ja, muss ja laufen irgendwie, ne? Ja. Lassen wir erstmal den Dilfo. Ne, Gallimimus, sehr schön. Unser erster Gallimimus, herzlich willkommen, mein Freund. Gallimimus. Dr. Grant war von ihrer letzten Kreation begeistert. Er war der Meinung, dass dieser Dino einer der nächsten genetischen Verwandten der heutigen Vögel war. Mhm. Das wusste ich nicht. Den nennen wir dann Foggy. Dann
dass wir die befreien. Die haben wir auch noch nicht mehr in diesem Park. Ein Dinosaurier, der sehr hässlich sein kann. Wie man sieht, muss ich nicht mehr was hier dazu sagen. Ne? Kennt man auch vom Film? Wer ist denn jetzt gerade gestorben? Oh! Du Böser! Der hat gleich unseren Gallimimus getötet. Mann, was ist denn das für ein Spacko, ey? Oh, Mann. Moment. Transport-Heli war das, ne? Mann, das ist mir ärgert mich jetzt aber. Wisst ihr was? Diese Raptoren am Anfang, das geht gar nicht, ey. Die töten ja alles, was rauskommt. Mann, jetzt greift ja auch noch mein Diplosaurus an. Oh, beide schwach. Mal gucken, wer gewinnt, Leute. Die sind beide irgendwie... Ja, die mögen sich beide irgendwie nicht. Oh, Stegosaurus und Spinosaurus am Kampf. Ach, die hauen auch voneinander ab, so. Okay. Es gibt auch mal einen Überlebenden. Und der Spino hat wieder zugeschlagen. Okay, das ist auf jeden Fall sehr tricky. Wie nehmen wir das? Schon mal einen Hubschrauber. Wieso nimmt er mal diesen einen Hubschrauber? So, Transport-Team. Mensch, wo ist der jetzt? Was ist der denn jetzt, ey? Oh, das ist... Dieser Auftrag fällt in die Kategorie abgeschlossen. Danke. Okay, der Aufbruch. Wissen Sie, Isla Sorna ist ein harter Brocken, doch die Unterhaltungsabteilung auf der Insel ist Feuer und Flamme für Sie. Dafür werden Sie auch belohnt. Chunkinkosaurus brauchen wir, ne? Den wollen wir jetzt mal machen. Wo war der denn, der Chunkinko? Chunkinko! Chunkinko! Frage, ist er jetzt hier? Chunkinko, Chunkinko. Da, gibt's nur einmal. Kann ich nochmal einschicken? Nö. Geht nur eine Expedition, okay. Dann machen wir nochmal das hier. Gallimimus wollen wir auch haben. Glitzeraptor, warum nicht? So. Und jetzt will ich die Leiche mal wissen, wo die ist jetzt endlich, ey. Da geht ja gar nicht. Hier, ne, okay. ACU-Hubschrauber zum Transportieren einmal bitte. Und ich weiß nicht, soll ich noch ein Brachio machen, Leute? Einfach so, weil wir es können. Der ist auch schon fertig, selber. Den lassen wir mal so, ich will jetzt nicht... Wir machen direkt noch ein Brachio hinterher. Wo ist der denn? Da. Zwei Brachios sind besser als einer. Und dann noch ein Diplodocus, ne? Die machen wir mal so. Wenn ein Brachio kommt, kommt der Diplodocus gleich mit hinterher. Sehr schön, Leute. Das läuft doch sehr gut. Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Natürlich kann man am Design noch viel arbeiten, wie man sieht. Ich bin das auch noch nicht so hübsch. Aber an sich da, Chunking, nee, das ist Stego. An sich sonst ist das gar nicht so schlecht. Alles schön extrahieren, schön Mutabura-Sauer, okay. Wieder ein Dino tot, okay. Diplosaurus ist gestorben, okay. Warum auch immer. Hat er kein Fleisch gehabt, vielleicht? Velociraptor kämpft, hat gewonnen. Okay. Wisst ihr was? Ich brauche auf jeden Fall so eine Futterstation noch. Für Fleischfresser, ne? Weil, ne? Sonst fressen sie einfach nur diese Leute hier. Oh, diese Dinosaurier. Vielleicht liegt es auch da dran. Und auch so ein Fleischfresser-Dings. Und dann muss das eine Dinosaurier noch raus, ne? Da, ab der. Sehr schön, Leute, sehr schön. Es läuft doch langsam, es läuft doch langsam. Gesund. Okay, was haben wir hier noch freigeschaltet? Scheinbar haben wir was freigeschaltet. Fossiliengebiet, graben Sie die vergangenen... Okay, warum nicht? Museum, habe ich noch nie gehabt. Was ist denn hier irgendwo mit rein? Hier wahrscheinlich irgendwie. Hier müssen wir das dann irgendwie bauen. Machen wir. Hier ein Weg. Oh, bitte nicht so gebogen. Das sieht irgendwie komisch aus.
Ja, Mann, ist so. Vorm Hotel. Beim Hotel. In der Nähe. Gibt's noch ein Museum, Leute? Habt ihr schon gehört? Das neue Museum. Im Jurassic World Evolution. Beim Hotel. Bevor man beim Hotel ankommt, rechts abbiegen. Wenn man vom Hotel rauskommt, links bitte. Dann seid ihr im neuen Museum bei unserem Jurassic World Evolution. Übrigens sieht das hier sehr voll aus, Leute. Boah, was ist denn hier los, Mann? Wisst ihr was? Hier geht bestimmt noch was preislich. Ja, ja. Aber sowas von, alter Verwalter. Alter Verwalter, und die Gäste kommen noch. Ach du Scheiße, meine Mann. Nur so, dass wir volles Haus haben. Oder machen wir einen so? Nee, dann geht das aber runter. Machen wir so. Ein Fossilienhaus. Oder Fossilienhaus. Ammonit, Klaue, Zahn. Hm, besser. Personal erhöhen. Boah, trotzdem voll. Also seht ihr das. Seht hin, Leute. Seht hin und staunt. Ich bin selber überrascht. Erhöhen wir mal die Preise. Deutlich. Bis sich was an den Gästezahlen ändert. Wahnsinn, wie viel Kohle wir kriegen. 20.000. So machen, so lassen wir das. Auf jeden Fall hat sich das schon richtig gelohnt, hier das Fossilienzentrum zu bauen. Wir kriegen 20.000 so ein. Boah, wieder so tut es nicht. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen, das Sie nicht ablehnen können. Machbar. Ich meine, Sie könnten es natürlich ablehnen. Aber warum sollten Sie? Die Bösaus bildet sich ab. Die mögen sich überhaupt nicht hängen. Die sterben die ganze Zeit hier ab. Ich weiß, was es bedeutet, wenn die Sicherheit unserer Gäste nicht gewährleistet ist. Das will ich nie wieder erleben. Okay, das läuft doch auf jeden Fall schon mal nicht so schlecht. Diplodocus ist leider gestorben. Hm, schade. Machen wir noch einen. Gut, das läuft doch sehr gut. Das finde ich doch schon mal sehr gut, meine Freunde. Das ist doch alles schon mal so gut läuft. Das ist auf jeden Fall sehr viel los hier. Mensch, Mensch, Mensch. Das habe ich noch nie erlebt. Was ist denn hier für eine Meldung? Ah. Neue Fossilien. Bedeutet neue DNA. Neue DNA bedeutet neue Dinosaurier-Genome. Das läuft doch sehr gut. Bisschen extra Kohle noch. Dann schicken wir noch mal die Expeditionshubschrauber los. Und zwar... Wir brauchen noch Chunkinkosaurus, ne? War das? War das nicht hier irgendwo? Hä? Sind übrigens gesperrt. Keine Ahnung warum. Setzt Forschung voraus. Wo ist denn da? Chunkinko. Dann haben wir den schon mal. Tyrannosaurus. Ja, brauchen wir hier. Tyrannosaurus Rex brauchen wir nochmal. Forschung können wir mal machen. Was gibt es denn medizinisch? Ja, können wir nochmal das nehmen. Und genetische. Was haben wir dann? Genetische noch. Ja. Machen wir auch. Ein bisschen mehr. Genetische gibt es hier noch so ein bisschen was. Fossilien. Oh, wie schaltet man die da frei? Ach, man muss schaltet das alles durch Missionen frei. Ach so, okay. Ja, das will ich jetzt nicht die ganze Zeit machen, weil sonst würde sich dieses Let's Play wirklich bis ins Unermessliche weit ziehen. Wisst ihr, was ich meine? Und ich möchte ja einfach nur die Kampagne mit euch durchspielen. Ne, soll ja nicht so überlang werden. Wollen ja auch mal andere Projekte anfangen. Übrigens fange ich jetzt auch bald ein neues Projekt an. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr das Video seht, welches Projekt ihr euch anschauen wollt. Und ich mache es dann. Oh, hab mich gerade ein bisschen gestrickt. Tut mir leid. Muss auch mal sein. Und ja, an dieser Stelle würde ich auch sonst erstmal Feierabend machen. Und ja, freue mich auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt. Wie ihr seht, läuft der Park wirklich sehr gut. Das, was ein bisschen nervt, ist, dass er so nicht so, sieht noch nicht so aus, als ob es so richtig irgendwie ist. Aber es läuft, ne? Es läuft, es läuft. Es ist halt, sieht alles nur nicht so normal aus, ne? Sagen wir es mal so. Was mir auf jeden Fall noch Angst macht, weil alle Gäste sind ja auf einen Punkt, ne? So, das heißt, wenn ein Dinosaurier ausbricht, im schlimmsten Fall ein T-Rex oder so, läuft er einmal hier durch, macht den Maul auf. Eine Klage nach dem anderen kommt da rein. Meiner Meinung nach, weil der frisst dann einfach alles so leicht auf, weil alle auf einen Haufen sind. Das ist das Problem. Naja, schauen wir mal, wie wir das in den nächsten Folgen bearbeiten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich über einen Daumen, einen Kommentar und über ein Abonnement freuen, Leute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.